Marie Margarete Bayer, genannt Grete, wurde am 15. September 1885 in Erbesdorf im damaligen Königreich Sachsen geboren. Sie war die Tochter des Bürgermeisters. 1905 verlobte sie sich heimlich, beendete die Beziehung jedoch, weil ihr Verlobter untreu war. 1906 lernte sie einen Oberingenieur kennen, mit dem sie sich, auf Wunsch ihrer Eltern, verlobte. Es kam oft zu Streitigkeiten, weshalb sie wieder Kontakt zu ihrem Ex-Verlobten aufnahm und von diesem schwanger wurde. Das Kind ließ sie jedoch abtreiben. Ihr eigentlicher Verlobter wollte am 14. Mai 1907 heiraten. Sie wollte das verhindern und fälschte Liebesbriefe an ihn. Als im April 1907 ein Verwandter von ihr starb, fälschte sie dessen Testament und teilte das zu Unrecht erworbene Erbe mit ihrem Geliebten. Nur kurze Zeit später fälschte sie auch das Testament ihres Verlobten. Am 13. Mai 1907 verabreichte sie ihm Zyankali und schoss ihm mit einem Revolver in den Mund, in der Absicht, einen Suizid vorzutäuschen. Im Juni 1907 wurde sie schließlich wegen der Abtreibung verhaftet. Ebenso nahm man ihren Geliebten fest. Im November 1907 gestand sie schließlich auch den Mord an ihrem Verlobten. Sie wurde zum Tode verurteilt. Sie reichte ein Gnadengesuch ein, doch König Friedrich August III. Von Sachsen lehnte dieses ab. Grete Bayer wurde am 23. Juli 1908 öffentlich durch die Guillotine hingerichtet.